Herr Töpe, Sie sind Sportmoderator und Live-Kommentator. Sie arbeiten für Sender wie Sat1 oder Eurosport mal vor und mal hinter der Kamera. Was bedeutet es für einen Fernsehjournalisten, wenn er, in Anführungszeichen, nur zu hören und nicht zu sehen ist? Ja, erstmal hallo, Herr Lanzenberger. Wenn ein Sportreporter nur zu hören ist, dann muss er sich natürlich auf seine Stimme verlassen. Das ist das Wichtigste, das ist das einzige Instrument, was er in der Situation dann eben hat. Und mit der Stimme muss er den Zuschauer einfangen, muss transportieren, seine eigene Gefühlswelt, was er so sieht, und muss aber eine gewisse Distanz wahren und muss das eben alles transportieren. Allerdings nicht, was man sieht, denn das sieht der Zuschauer ja. Also er muss natürlich auch Hintergrundwissen haben und muss das einbringen und muss Emotionen auch einbringen. Was genau wird von einem Kommentator, von einem Off-Kommentator erwartet? Sind es mehr die Informationen oder mehr die Emotionen? Es ist beides. Es ist eine gute Mischung. Man muss die Mischung macht es letztendlich dann. Also Informationen, ganz klar, muss man natürlich liefern. Informationen, die der Zuschauer am besten nicht kennt. Ja, da muss man sich natürlich dann einlesen und muss sich einarbeiten in die Materie, in die einzelne Sportart oder in das einzelne Event, was man dann eben kommentiert. Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde. Live ran.de und tennis.de. Das große Finale bei den WTA Finals in Singapur 2014 zwischen Simona Halep und Serena Williams. Diese Partie, die gab es ja schon einmal in der Gruppenphase, rote Gruppe. Und da gab es eine vernichtende Niederlage für die US-Amerikanerin. 0 zu 6 und 2 zu 6 hieß es am Ende. Für Simona Halep. Emotionen gehören immer dazu. Sport lebt von Emotionen. Also auch da muss man emotional an die Sache rangehen, darf aber dann nicht zu emotional sein. Serena Williams gewinnt gegen Simona Halep mit 6 zu 3 und 6 zu 0 und verteidigt damit ihren Titel bei diesen WTA Finals. Eine Stunde und 9 Minuten, das ist eines der schnellsten Finals in der Geschichte dieses Turniers. Herzlichen Glückwunsch, Serena Williams. Wenn man viel Wissen hat, viele Informationen bringt, Emotionen aber weglässt, ist das der Tod der Sendung. Wie persönlich darf denn ein Live-Kommentar sein? Muss er immer neutral sein oder darf man auch so ein bisschen parteiisch sein? Es gibt natürlich zwei Unterschiede. Jeder Sportreporter ist oder muss, glaube ich, auch Fan sein. Ich habe auch meine Lieblingsmannschaften, aber wenn du kommentierst, musst du einfach neutral sein. Die andere Sache ist, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal Tennis, du hast eine deutsche Spielerin und du hast eine ausländische Spielerin. In dieser Konstellation darfst du natürlich auch ein bisschen parteiisch sein. Aber auch da muss man aufpassen, man darf es nicht übertreiben. Man muss schon das kommentieren, was man sieht. Und wenn die Deutsche jetzt eben ein ganz grottig spielt, ja, dann kann man nicht sagen, boah, die ist ja Weltklasse, nur weil sie jetzt aus Deutschland kommt. Man muss schon da eine gewisse Mitte finden. Aber dann, glaube ich, kann man schon eine deutsche Mannschaft, deutsche Spielerin auf jeden Fall positiver kommentieren. Wie gesagt, man darf es nicht übertreiben. Was passiert denn inhaltlich auf der Kommentarspur? Welche Informationen geben Sie und welche Informationen lassen Sie vielleicht auch ganz bewusst weg? Also wenn man als Kommentator zum Beispiel private Sachen über jemanden weiß, dann lässt man das in der Regel weg. Das würde niemand machen. Das ist ja auch in den Printmedien, regionale Journalisten vor allen Dingen, regionaler Journalismus, Sportjournalismus, kann ich Ihnen erzählen aus eigener Erfahrung, damals in Karlsruhe, TV Baden aufgebaut. Wir hatten natürlich einen super Kontakt zum KSC. Der KSC damals auch sehr erfolgreich, unter Winnie Schäfer gewesen. So, dann ist man abends mit den Spielern auch mal was trinken gegangen, sage ich mal. Ich war bei einem Spieler zu Hause Billard spielen. Dann erfährst du natürlich auch Sachen, die würde ich aber niemals in einem Kommentar in die Öffentlichkeit zerren. Das geht nicht. Also diese Sachen lässt man weg. Sonst kann man eigentlich alles erzählen, was man möchte. Und da ist man also ganz, ganz offen. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, nichts zu sagen bei einem Live-Kommentar. Wann setzt man die Pausen bewusst ein? Also mal vorneweg, man kann nicht 90 Minuten durch, ich sag's mal, labern. Das geht nicht. Ja? Das ist ermüdend für einen selber. Und auch für die Zuschauer. Beim Fernsehen, man muss ja unterscheiden zwischen Radio. Radio natürlich muss ich
ein Fußballspiel sekündlich begleiten, weil ich sehe ja nichts. Also muss der Radiokommentator Gas geben. Der muss beschreiben, was der Hörer in dem Fall eben nicht sieht. Ein Kommentator im Fernsehen, der weiß, was der Zuschauer sieht und kann demnach natürlich auch Sachen weglassen. Und es ist nichts Negatives. Das kann auch eine Aktion nach vorne bringen. Zum Beispiel, es fällt ein Tor, dann sieht man die Vorarbeit, man erklärt, wie das Tor zustande gekommen ist. Man sieht die Wiederholung, aber spätestens kurz nach dem Torschrei sollte man mal ruhig sein, weil man muss auch die Atmosphäre auf sich wirken lassen. Das ist ganz wichtig für den Zuschauer auch, um das Ganze zu verarbeiten. Und da darf man nicht gleich wieder anfangen zu reden und dann Informationen nachlegen. Man muss ein bisschen warten. Und so ist das eigentlich durch ein ganzes Spiel, sei es jetzt Tennis oder Handball oder Fußball. Man setzt die Pausen. In der Situation, wenn was Großes passiert, kann man mal die Bilder für sich sprechen lassen einfach. Ein Live-Kommentar verlangt ja, dass Sie das Spielgeschehen sehr, sehr genau beobachten. Die Frage wäre, welche Situationen sind denn da kritisch? Also kritische Situationen sind natürlich immer die Situationen, die man selber auch nicht so genau erkennt. Zum Beispiel, ist das jetzt ein Elfmeter gewesen? Man hat ja keine Slow-Mo in dem Moment, wo etwas passiert. Das heißt, da muss man sich relativ zügig festlegen. Man sollte sich auch festlegen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, wir gucken mal gemeinsam jetzt auf die Wiederholung. Weil letztendlich sollte ich so selbstbewusst sein und zu sagen als Kommentator, ja, ich habe es eigentlich gesehen und das ist meine Meinung. Ich kann mich danach revidieren. Wenn meine Meinung nicht stimmt, sollte man aber auch so ehrlich sein und sagen, ja, okay, da habe ich mich jetzt vertan. Also das sind die Situationen, macht es aber auch ein bisschen menschlich natürlich. Ja, es sind ja alles nur Menschen und da können Fehler einfach passieren. Lange Pausen können auch kritisch werden, wenn die Pause zu lang ist. Ja, dann kann man natürlich überragend reagieren, wie damals Marcel Reif und Günther Jauch, die damals, als das Tor umgefallen ist, bei Real Madrid dann eine Dreiviertelstunde überbrückt haben und haben dafür den Grimme-Preis bekommen. Also das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagt, okay, es kann natürlich auch gut ausgehen, sowas. Ja? Aber man weiß es halt nie vorher. Wie bereiten Sie sich vor auf die Sendungen? Haben Sie viel Material dabei? Haben Sie Notfallzettel? Haben Sie das alles gebündelt oder auf Karteikarten? Wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt zum Beispiel Firmen, die sind spezialisiert darauf, Statistiken zu liefern. Das sind jetzt die großen Geschichten, zum Beispiel Champions League Fußball oder Europa League Fußball, Bundesliga. Und das ist sehr abhängig von dem Sender. Bezahlt der Sender, nimmt er das Geld in die Hand und sagt, diese Firma ja, unterstützt den Live-Kommentator, indem er vor dem Spiel so eine Infomappe bekommt. Die kann auch mal 80 Seiten groß sein. Die steigert sich natürlich innerhalb der Saison. Das wäre jetzt das Optimale. Und dann gibt es aber auch Sender, die das eben nicht machen und da muss man sich eben selber vorbereiten. Dann heißt es halt, man recherchiert im Internet, man hat Lektüre, man liest sich die Magazine durch. Das ist sehr zeitintensiv, wenn man das schon jahrelang macht. Dann hat man natürlich sein eigenes Wissen schon abgespeichert oder man hat es irgendwo stehen, Karteikärtchen oder Ausdrucke, die man dann wieder vorkramt und schaut, passt das noch oder muss man es aktualisieren. Dann kann man auch natürlich bei den Pressesprechern anrufen und fragen, wie sieht's aus, wer ist verletzt, wie werdet ihr vielleicht ins Spiel gehen. Allerdings muss man sagen, durchs Internet und die neuen Medien kann man eigentlich fast immer schon aus diesem Medium herausziehen, was der Pressesprecher dir vielleicht am Telefon erzählen wird. Weil mehr wird er dir auch nicht erzählen in der Regel. Und früher war das anders. Früher musste man wirklich auch dann anrufen und hat man dann die Informationen eben aus erster Hand bekommen. Jetzt gibt es die Informationen aus zweiter Hand, aber die sind in der Regel genauso gut. Ich würde gerne mal eingehen auf die Arbeitssituation. Sie sitzen ja mutterseelen allein in einer Off-Kabine. Niemand ist bei Ihnen. Sie haben ein Bildsignal vor Ihnen. Dieses Gefühl des Alleingelassenseins, ist das irgendwie prägend? Prägend? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin gerne in der Kabine. Gibt es natürlich Kollegen, die können nur richtig Leistung abrufen, wenn sie vor Ort sind. Ich persönlich, wie gesagt, brauche es nicht. Mir reicht auch, wenn ich in der Kabine sitze. Ich kann mich dann selber so gut motivieren. Und man kann sich in Ruhe vorbereiten. Man kann seine Informationsblätter in Ruhe verteilen. Und da ist es oft für mich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, für mich einfacher, wenn ich in der Kabine sitze und sehe dann das Spiel auf dem Monitor. Herr Tschöpe, Sie haben soeben das WTA-Finale in Singapur live kommentiert, was auf Randi.de gezeigt wurde.
Was war die Herausforderung bei diesem Spiel? Also sportlich mal gesehen gab es da überhaupt keine Herausforderung, weil das ist ein Finale. Und ein Finale ist immer was ganz Besonderes. Das ist ein Riesenevent. Neben den Grand Slam Turnieren die wichtigste Veranstaltung auf der Tour im Tennisjahr. Das ist für einen Kommentator natürlich eine sehr entspannte Situation, weil dort die Besten der Besten spielen. Und da kann man, also sportlich kann man wenig falsch machen. Gerade jetzt dieses Finale, da waren die Voraussetzungen einfach toll, weil es war die Weltranglisten-Erste, eine Titelverteidigerin Serena Williams. Und die hatte ihre Probleme im Vorfeld gegen ihre Gegnerin Simona Halep aus Rumänien. So, das ist eine Geschichte jetzt. Die haben beide in der roten Gruppe gespielt. Und die Serena Williams hat ihr Gruppenspiel gegen die Simona Halep mit 0-6 und 2-6 verloren. Das heißt, das war die höchste Niederlage dieser Ausnahmespielerin seit 1998. So, und das sind natürlich Geschichten, da träumt man als Sportkommentator davon. Weil die kann man aufnehmen natürlich, die kann man verarbeiten. Und so habe ich es auch gemacht letztendlich. Das war natürlich eine Hauptgeschichte. Das Problem war jetzt aber, dass die Serena Williams zu gut war an dem Tag. Und das ist als Sportkommentator eben schwierig, wenn das Spiel endete dann letztendlich nach 1 Stunde 9 Minuten schon mit 6-3 und 6-0. Und das lief natürlich darauf hinaus, dass das Spiel relativ eindeutig war und die Spannung natürlich dann ein bisschen weg war. Ja? Und das war die Herausforderung, dann eben dann als Kommentator dieses Spiel doch noch spannend irgendwie zu präsentieren, damit der Zuschauer, der Tennis-Fan da jetzt nicht gleich abschaltet oder sagt, das Ding ist ja eh vorbei, dann gehe ich lieber raus, ist schönes Wetter draußen am Sonntag und gehe mit meinem Kind auf den Spielplatz. Das Ganze wurde ja auf ran.de online gezeigt. Macht es für Sie einen Unterschied, ob es online ist oder im TV? Ja, ich habe 2012 das Final Four in der Handball Champions League kommentiert, in der Lanxess Arena in Köln. Da bist du natürlich vor Ort und du weißt, ja, es schauen natürlich schon mehr zu. Da machst du selbst ein bisschen Druck natürlich und bist angespannter. Also das ist schon schwieriger letztendlich, umso mehr zuschauen. Aber generell gilt, du möchtest natürlich immer dein Bestes geben. Das macht dann keinen Unterschied. Sie haben das Thema Aufregung angesprochen. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie da irgendwelche Tricks auf Lager? Das ist schwierig, weil letztendlich ist jede Live-Sendung was ganz Neues. Es ist nur wichtig, gut reinzukommen in die Sendung. Wenn du am Anfang schon dich verhaspelst oder du machst einen Fehler, und dann wird es natürlich nicht einfacher. Aber wenn du gut reinkommst und bist gut vorbereitet und dann läuft es gut, dann geht es eine relativ zügig weg. Ist natürlich aber auch so eine Routinesache natürlich. Wenn man wenig kommentiert, ist man eigentlich immer aufgeregt. Umso mehr man kommentiert, umso einfacher wird das. Sie haben gerade das Zuschauerfeedback angesprochen, das Nutzerfeedback. Passiert es oft, dass Sie ein Feedback bekommen? Das passiert vor allen Dingen, wenn man online kommentiert, weil über diese sozialen Netzwerke, zum Beispiel bei ran.de, da gibt es dann wirklich Zuschauer, die geben dir ganz schnell Feedback, wenn du zu viel redest, auch wenn du eine falsche Statistik hast, auch wenn du jetzt zum Beispiel die Statistik wirklich geprüft hast und denkst, ja, die ist richtig, dann habe ich zum Beispiel gesagt, Simona Halep könnte sich auf Weltranglistenposition 2 verbessern. Und dann kam gleich, nein, da hat er sich verrechnet. Ja, die kann nur auf Weltranglistenposition 3 das Jahr abschließen. Und Sie bauen das Feedback dann auch ein? Da muss man aufpassen. Also ich lasse mich nicht treiben. Also ich werde jetzt nicht den Fehler machen, dass ich jetzt jedes Feedback sofort aufnehme, weil ich lasse mich ungern, die Sau wird durch das Dorf getrieben. Da muss man aufpassen. Also ich habe aber, das habe ich getan, das erste Halbfinale am Samstag jetzt, das war ein sehr spannendes Halbfinale zwischen Williams und Wozniacki. Das ging über 3 Sätze, das ging in Tiebreak mit dem 8-6 im Tiebreak für die Serena Williams. Da gab es einen Wahnsinnsball, das ging dann Richtung Matchball. Und die ganze Situation war so, dass das sehr, sehr spannend war im dritten Satz. Ich habe für einige scheinbar ein bisschen zu viel geredet.
Habe auch dann mal den Fehler gemacht, in Ballwechsel reinzureden, weil ich so emotional, wir haben das ja auch angesprochen, Emotionen dann freien Lauf gelassen habe. Und dann gab es dann gleich Feedback, na, ja, der ist, halt dich mal ein bisschen zurück, so mal, um es salopp auszudrücken. Und dann habe ich dann beim zweiten Halbfinale das aufgegriffen, habe aber natürlich nicht gesagt, so liebe Tennisfreunde, einige haben ja jetzt, oder ein, zwei haben ja was geschrieben, ich war zu viel geredet, das wäre nicht gut. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin gespannt, ob das genauso ein emotionales Spiel wird, dieses zweite Halbfinale, oder ob auch ich mich ein bisschen zurückhalten kann. So habe ich es aufgegriffen und es war auch wirklich so, dass das zweite Halbfinale dann nicht so ein Burner war wie das erste und ich mich wirklich zurücknehmen konnte. Und daraus lernt man natürlich auch und ich versuche das umzusetzen, wenn Kritik kommt. Man freut sich natürlich auch über positive Resonanz, die gab es natürlich auch. Aber man ist, und das ist, das muss man wissen, als Sportkommentator sehr im Blickpunkt und am Fernseher oder am Computer sitzen natürlich immer auch Bundestrainer, ja? Oder auch Tennisspieler, oder die auch gerne, oder die wissen ganz genau und die hören ganz genau zu und die wissen natürlich, oftmals wissen die es besser, ja? Denken auf jeden Fall, sie wissen es besser, und damit musst du dich aber auseinandersetzen und beziehungsweise auch nicht auseinandersetzen, du musst es auch abprallen lassen, weil du kannst ja nicht alles reinziehen. Das wäre natürlich fatal. Umso größer die Veranstaltung ist und zum Beispiel ein WM-Finale, ich möchte nicht wissen, was die Kollegen von der ARD oder ZDF dann, welche E-Mails die bekommen, da muss man, glaube ich, einfach mit der Zeit ein dickes Fell entwickeln. Sportreporter ist ja auch ein Traumjob für viele Menschen. Wie kommt man da hin? Ist denn das in die Wiege gelegt oder ist es ein längerer Prozess? Wie sind Sie denn Sportreporter geworden? Also ich glaube, in die Wiege gelegt bekommt das keiner. Der eine ist talentierter als der andere, aber ich glaube, das war es dann auch. Man muss es lieben, was man macht. Und man sollte auch, ich meine, es ist keine Voraussetzung, es muss nicht jeder Bundesliga-Profi gewesen sein, um gut Fußball zu kommentieren. Oder es muss auch nicht jeder irgendwie auf der ATP oder WTA-Weltrangliste auf Position 1 gestanden haben, um gut Tennis zu kommentieren oder Handball. Aber man sollte es, das ist meine Meinung auf jeden Fall, es ist kein Nachteil, wenn man es selber mal gemacht hat. Und bei mir war das so, dass ich immer sehr sportbegeistert war. Habe sehr viele Sportarten auch ausprobiert und habe auch dann später Sport studiert. Wollte aber eigentlich kein Sportreporter werden. Also natürlich, ich wollte schon gerne werden, nur das war weit am Horizont. Ich wollte eigentlich, habe Lehramt studiert, wollte Lehrer werden eigentlich, ja, und habe dann Sport, Germanistik und Geografie. Und hatte dann die Chance, bei einer kleinen Zeitung anzufangen, Sportberichte zu schreiben. Bin dann zum Radio gegangen, aber das ist dann durch Eigeninitiative alles gewesen. Habe da ein bisschen Blut geleckt, ja, und wollte dann zum Radio. Das war also mein nächster Schritt. Und habe dann Praktikas gemacht, war dann freier Mitarbeiter. Und über diese eine freie Mitarbeiterschaft habe ich dann Kontakt bekommen zu einem Fernsehsender, regionaler Ballungsraum-Fernsehsender, der damals gegründet wurde, und der Sportchef dieses Radios hat gesagt, Thorsten, guck mal, da wird was entstehen, mach doch mal den Kontakt. Und dann war wieder Eigeninitiative und so ging das. Und dann ging es zum Fernsehen, war für mich von vornherein immer mein Lieblingsmedium, und habe dann ein Volontariat gemacht, parallel zum Studium. Und dann musst du, und das ist meine Meinung, du musst die Leiter Schritt für Schritt gehen. Also wenn du die eine Stufe nicht nimmst, kommst du nicht zur anderen Stufe. Also man kann jetzt nicht 10 Stufen überspringen. Also ich konnte es nicht. Und vielleicht gibt es da ein paar Überflieger, die auch dann die Leiter von der ersten Stufe überspringen bis zur letzten Stufe. Aber ich kenne niemand. Das heißt, du musst einfach dich reinarbeiten. Du musst dich reinfuchsen und dann bekommst du wieder, es ist ja auch viel Beziehungssache, darf man nicht vergessen. Du kannst der beste Sportkommentator sein in der Badewanne zu Hause. Und dann bleibst du dein Leben lang der beste Sportreporter in der Badewanne zu Hause. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und du musst natürlich dann auch die richtigen Leute kennen. Dann kannst du auch der Zweitbeste in der Badewanne sein. Aber dann machst du deinen Weg und der andere eben nicht. Das klingt jetzt zwar hart, aber so ist es. Es ist zum Können auch natürlich viel Glück.
Und ich hatte Glück. Ich habe die Leiter, wie gesagt, immer eine Stufe nach der anderen genommen. Und wo ich jetzt stehe, in der Leiter, der Karriereleiter, wie man so schön sagt, oder in der Berufsleiter, das wird sich noch zeigen. Und das ist eigentlich ein sehr hartes Business. Und man muss sich wirklich da überlegen auch, möchte man das machen? Es ist auch sehr viel Ungewissheit dabei letztendlich. Was würden Sie denn jungen Nachwuchsjournalisten empfehlen, die in diese Genre gehen möchten? Erstmal viel Geduld, ein glückliches Händchen in der Zeit- und Ortwahl. Und natürlich, man muss brennen. Also man muss das wirklich mögen. Weil keiner kann einem versprechen, wo letztendlich dann, wo man landet. Man kann sich da 10 Jahre mit Praktikas durchschlagen oder Bewerbungen schreiben und dann am Ende kommt nichts dabei raus. Also das ist, man muss das wissen, das ist sehr schwierig, es ist ein sehr kleines Feld letztendlich. Das, man sagt immer, man trifft sich immer zweimal. Und das ist, trifft auf jeden Fall auch für diesen Sportbereich zu. Also jetzt kann ich über Fernsehen reden. Was ich empfehlen werde, wie gesagt, ist ein dickes Fell. Immer dranbleiben. Wenn es geht, natürlich einen Volontariatplatz zu ergattern über ein Praktikum. Das ist so ein Weg, wie man es machen kann. Oder eben auch über ein Sportstudium. Zum Beispiel ganz viele der ehemaligen Studenten in der Sporthochschule in Köln sind mittlerweile in führenden Positionen, vor allen Dingen bei Sky. Da gab es damals so eine diese Connections, die einer ist da raus und hat dann die anderen mitgeholt. Also das ist aber auch eine Möglichkeit. Und ja, einfach mal gucken. Man kann ja, ich habe gerade Sky angesprochen, da gibt es ja diesen einen Kanal, wo man nur die Atmo hören kann. Und warum denn mal nicht mal ein ganzes Fußballspiel, oder muss ja kein ganzes sein, oder mal vielleicht anfangen mit 10 Minuten, mal für sich im Wohnzimmer einfach kommentieren, was man so sieht. Und man kann das ja auch aufnehmen. Und so könnte man reinkommen. Also es wäre eine Möglichkeit. Sowas gab es früher nicht. Ja. Da musste man den Ton ganz wegschalten. Das macht es dann nicht einfacher. Also Übung macht den Meister. Was zeichnet denn die großen Meister, die Sportreporter-Stars aus? Sie haben vorher Marcel Reif angesprochen. Was macht ihr richtig? Oh, das ist ein ganz schweres Thema. Weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, ist Sportreporter polarisieren sehr oft. Und was ich gut finde, das können Sie zum Beispiel sagen, das, nee, gefällt mir gar nicht. Ich glaube, es gibt keinen Königsweg. Wenn du kommentierst, es muss dir selbst gefallen. Du musst letztendlich dabei nach dem Spiel rausgehen und sagen, so, ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn es dem einen oder anderen eben nicht gefallen hat, dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Also ich möchte jetzt auch keinen herausheben. Das steht mir nicht zu. Und es gibt Bekannte und es gibt nicht so Bekannte. Das hängt aber auch ganz viel mit dem Medium ab. Kommentiere ich zum Beispiel bei einem öffentlich-rechtlichen, natürlichen Länderspiel, dann habe ich auch die Masse hinter mir, die mich hören. Dann werde ich auch bekannt. Und man weiß, wenn jemand bekannt ist, dann finden auch ganz viele Leute ihn gut irgendwie. Aber auch ganz viele nicht. Also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Kommentierst du für einen kleinen Sender oder auch Sportarten? Ist ja auch sportartenabhängig natürlich, ja. Und wenn du halt Sportarten hast, wo nicht so viele Leute zuschauen oder zuhören, dann da hast du die Masse nicht, wie im Fußball. Und bei kleinen Sachen, wo auch dann wirklich ein Fachpublikum da sitzt, die sind natürlich sehr kritisch. Also da ist ja eine Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, ich möchte keinen herausheben. Es gibt Bekannte und Unbekannte. Da sind wir uns einig, dass die gibt's. Aber gut oder schlecht, ich weiß nicht. Vielleicht die letzte Frage. Was würden Sie gerne mal live kommentieren? Haben Sie da einen Traum? Ja, natürlich. Es gibt, wenn man jetzt Fußball nimmt, dann sind das die großen Spiele. Also Länderspiele, WM-Spiele, EM-Spiele, sowas Großes. Das hat natürlich schon seinen Reiz. Im Tennis muss ich sagen, diese WTA Finals, das war schon so ein Highlight. Und das ist ja schon, wenn man jetzt das gesamte Tennisjahr betrachtet, wie gesagt, neben den Grand Slams das Highlight. Wimbledon würde ich ganz gerne mal kommentieren. Das wäre schön, aber da kommen wir wieder auf die Rechte zu sprechen. Die Rechte liegen dann eben woanders und dann funktioniert das halt nicht. Und im Handball, muss ich sagen, würde ich ganz gerne mal ein Länderspiel kommentieren.
Auf der anderen Seite habe ich mit dem Final Four in der Handball Champions League mir schon so einen Traum erfüllt. 2012 habe ich da zwei Spiele kommentiert und ein Jahr später habe ich hier Interviews gemacht, war ich Field Reporter. Das war das Jahr, wo der HSV so etwas überraschend dann Champions League Sieger wurde, und das war von der Atmosphäre und von der Stimmung her überragend, und da waren die Interviews auch sehr emotional, und das war auch schon so ein Highlight. Herr Türpe, ich wünsche Ihnen noch ganz viele schöne, spannende Live-Spiele und bedanke mich für dieses Gespräch.